Können Sie sich aus Gesprächen mit anderen erklären, woher diese Zeichen kommen? Als geübter Österreicher hätten wir ja sofort Burgenland in Ihrem Fall im Verdacht, wo ja der dortige Landeshauptmann Doskozil deutlich schon seinen Unmut und seine Zwiespalten mit Randy Wagner ausgedrückt hat. Schauen Sie, die Sachen sind möglicherweise gar nicht wirklich das Problem, dass jemand in der Sache selber einen unterschiedlichen und auch divergierenden Standpunkt einnehmen kann und der dann auch diskutiert werden kann intern, ist eigentlich schon Teil einer Lösung. Viel schlimmer ist es, wenn man einer Parteivorsitzenden in dem Bundesparteitag applaudiert, auch wenn der Applaus nicht sehr euphorisch war in allen Bereichen, aber doch Zustimmung signalisiert und dann die Zustimmung nicht erfolgt. Und was auch meiner Meinung nach schlecht ist, wenn man mit der Führung nicht einverstanden ist, aber dafür keine Alternative bieten kann oder selber gar nicht bereit ist, dann dafür zur Verfügung zu stehen. Und in der Situation braucht es meiner Meinung nach dann und das ist eine Sache der Fairness, nicht ein Verstecken hinterm Busch, dann muss ich vorkommen und muss das artikulieren und diskutieren, aber das nicht zu tun ist ein Fehler. Und darum glaube ich, dass es mehr an Zustimmung gebraucht hätte. Und auch das wäre noch nicht das Problem, wenn divergierende Standpunkte da sind, dann kann man auch über Prozentzahlen streiten und die 100% sind eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert. Naja, das nicht, aber am Nachmittag war ja dann auch der Parteitag nicht mehr beschlussfähig, weil schon zu viele nach Hause gefahren sind. Ist die SPÖ nach wie vor, so wie das Werner Faymann vor einigen Jahren noch auf Tafel drucken ließ, Werner, der Kurs stimmt? Könnte man jetzt übertragenerweise sagen, Pamela, der Kurs stimmt? Ja, beim Kurs könnte man jetzt an Inhalte denken und das wäre schlau, das zu tun. Ich glaube, dass wir in der Corona-Pandemie viele gute Antworten geben. Also nicht nur richtige Fragen stellen, sondern auch gute Antworten geben. Und ich werde die nachher noch versuchen einzustreuen, wenn Sie mir Gelegenheit geben. Das ist die inhaltliche Frage, ob der Kurs stimmt. Aber dass wir unsere PS nicht auf die Straße bringen können und dass wir uns intern hemmen, das ist einfach sichtbar an solchen Belangen. Und da gilt es, das zu korrigieren. Und da gibt es wahrscheinlich auch Ideen dazu. Das eine.